Das genau ist, für nein, sie hat er sich nein, mit Dornen können lassen, geißeln lassen, unkreuzig. Warum hat er das gemacht? Nein, wirklich warum? Nicht. Für wirklich ihre Sünden, bitte. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Es geht um eine Frau, die auf der Suche nach Liebe ist, die enttäuscht von ihrem Ehemann und sexuell frustriert ist, sich in den Glauben zuwendet und letztendlich Jesus, ihren Heiland und Gottes Liebhaber, sich immer mehr als Liebhaber aneignet und zu ihm auch eine körperliche, sexuelle Zuneigung entwickelt. Wir schwören dir unsere Treue bis in den Tod. Amen. Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. Ich bin hier eingeladen worden in den Wettbewerb mit diesem Film, was natürlich für mich eine sozusagen große Ehre bedeutet. Und das habe ich gern angenommen, dass das zufällig möglicherweise hier sehr gut passt, weil dieses Land auch sehr katholisch geprägt ist, genauso wie Österreich. Ist immer Zufall. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenglück. Es liegt in Belangen des Betrachters. Ja? Manche fühlen sich dadurch verletzt, andere ja nicht. Also es kommt darauf an, wie man das für sich klärt. Aber ich weiß schon, dass diese Szene auch eine gewisse Überschreitung des Tabus ist. Aber für mich ist es nicht viel mehr als ein Weiterdenken im Sinne dieser Figur, im Sinne dieser Frau, die eben sozusagen in ihrer Liebesbeziehung zu Jesus und in ihrer Liebessehnsucht auch zu einer quasi körperlichen Liebe kommt. Es gibt bis dato kein Statement vom Vatikan. Auf das warte ich schon seit gestern. Hat dich deine Familie rausgeschmissen? Es wäre auch verfehlt, es als Intention für einen Film sozusagen zu nehmen. A priori, wie breche ich Tabus, wie erzeuge ich Skandale, das kann man sowieso nicht. Aber es geht ja eher umgekehrt. Es ist insofern, sehr oft kommt es dorthin, weil ich versuche, mit meinen Filmen gewissen Wahrheiten auf den Grund zu gehen. Das heißt, hinter die Oberfläche zu schauen. Das heißt, auch in die unangenehmen Bereiche menschlichen Daseins zu blicken. Das hat sehr oft mit Tabubruch zu tun und in der Folge dessen mit Provokation. Religion hat mich natürlich geprägt. Ich bin sozusagen innerhalb einer sehr katholischen Familie aufgewachsen und in katholischen, christlichen Internaten aufgewachsen. Sexualität finde ich einer der mächtigsten Triebe im menschlichen Leben, auch für Menschen, die mit Glauben und Religion gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass vieles sozusagen, was einem, wie ein Leben auch verläuft von Menschen, sehr viel auch von der Sexualität oder von den Ereignissen und Erfahrungen der Sexualität abhängig ist. Und insofern denke ich, dass das sozusagen essentiell ist, um Dinge auch zu erzählen. Und dass Religion und Sexualität sehr eng zueinander stehen, hat damit zu tun, dass die Kirche ja über Jahrhunderte lang Sexualität tabuisiert hat und unterdrückt hat. Was natürlich erzeugt, dass es genau dort, nämlich innerhalb der Kirche, vor allem praktiziert wird und auch missbraucht wird, wie wir ja ständig auch erfahren. Es gibt ja natürlich die radikalen Christen, hat es auch immer gegeben. Und wir erinnere nur an Opus Dei, wo es auch sozusagen selbstverständlich ist, dass man sich selbst züchtigt und auch geißelt. Und wenn man ein bisschen näher hinschaut, findet man natürlich auch diesen Fanatismus. Aber er ist in dem Sinn nicht militant. Also es ist schon ein Unterschied, dass die muslimische Welt ja zu quasi militanten und Mitteln greift, Menschen wirklich zu töten und zu bedrohen und so weiter. So weit, glaube ich, sind die Christen in dem Fall jetzt nicht. Dazu gibt es aber eine andere Geschichte auch. Also viele Jahrhunderte war ja das auch so.
dass man aufgrund im Sinne der Missionierung auch zu Gewalt gegriffen hat. Eine Kugel dreht, die bald da, bald dorten steht. Es ist eine quasi berufliche Beziehung, wie auch eine private Beziehung, die daraus geworden ist. Aber aus diesem Vertrauensverhältnis und aus diesem Naheverhältnis kann man natürlich sich weiter vorwagen, kann man mehr Risiko übernehmen, weil man dem anderen vertraut. Und ich glaube, das gilt auch für alle Schauspieler, dass sie letztendlich diese Sicherheit auch suchen, und das verstehe ich auch. Weil wenn sie sich ausliefern, der Sache oder dem Regisseur, dann wollen sie auch irgendwie im Hinterkopf haben, dass da jemand da ist, der sie beschützt.